Ne. Tudum. Zweiter Mord. Einverstanden. Ja. Hey Doktor, Sie sehen müde aus. Sind Sie die ganze Nacht durch die dunklen Gassen von Whitechapel spaziert? So kann man es auch nennen. Ich habe Informationen über Lederschürze, den Mann, über den wir vorhin gesprochen haben. Wissen Sie, wo er steckt? Nein, aber ich kann ihn bezüglich des Mordes in der Bucks Row entlasten. Eine Person kann bezeugen, dass er unschuldig ist. Oh, Watson, Watson. Erst jetzt, nach vielen Stunden des Herumspazierens, bequemen Sie sich, die wichtige Notiz zu überbringen, auf die Inspektor Everline wartet? Aber, nein. Aber was machen Sie denn hier, Holmes? Ich war besorgt, Watson. Und wie es scheint, aus gutem Grund. Kommen Sie, geben Sie diesem Polizeibeamten die Notiz und dann auf nach Hause. Wie Sie wissen, ist meine Anwesenheit hier nicht erwünscht. Und außerdem ist es eiskalt. Ah, Cradle, gerade noch rechtzeitig. Protokollieren Sie die Aussage dieses... Nein, Sie müssen Ihren Feierabend leider verschieben. Ich muss Chandler in der Hanbury Street finden. Er hat wieder zugeschlagen. Wer? Der Mörder. Der Mörder aus der Bucks Row. Hanbury Street. Gehen wir, Watson. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Da oben ist die Hanbury Street. Whitechapel. Hanbury Street. Gehen wir, Watson, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, ist ja gut, mein Gott. Da sind wir. September 1888, 6:30 Uhr. Sie steuern Sherlock Holmes. Gehen wir mal in die First Person. Sie können durch, Mr. Holmes. Das Opfer liegt im Garten. Wir haben nichts angerührt. Wo ist denn das? War leck. Ja. Moment. Wo ist der blöde Durchgang? Ach, hier. Na, hier ist nix. Gut, dass Constable Chandler uns durchgelassen hat. Er hat gesagt, dass niemand die Leiche angerührt hat. Das ist die Gelegenheit, unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, Watson. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Ach, was haben wir denn da? Nur wieder die Perspektive. Diese Tür muss in den Keller führen. Die Klinke wurde vor kurzem repariert. Was für ein Gestank. Da drinnen versteckt sich niemand. Diese Schürze ist mit Wasser vollgesogen und hat einen deutlichen Abdruck auf dem Boden hinterlassen. Sie muss schon einige Stunden dem Wasser ausgesetzt sein und dementsprechend lange hier liegen. Okay. Ja, da guckt ihr euch an, ne? Blutspuren an der Wand. Ah ja, man kann jetzt noch zwischen den Morden da hin und her schippen. Schippen, wechseln. Bam, bam. So, komm, schließen. Das Blut ist etwa kniehoch über dem Boden. Was haben wir hier? London. Okay. Ja, fortsetzen. Da. Ein zerrissener Umschlag. Riecht nach... Reinigungsalkohol. Der Umschlag enthält 3 Pillen. Eine nehmen wir mit. Die anderen 2 Pillen sollten der Polizei reichen.
ein Stück grober Stoff. Zwei Kämme, die auffällig geordnet nebeneinander liegen. So, dann untersuchen wir jetzt die Tote. Nun denn, Doktor, wollen wir das Opfer untersuchen? Ach, ich bin müde, Holmes. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Zustand diese Arbeit verrichten kann. Kommen Sie, Watson, wir haben nicht viel Zeit. Zeigen Sie mir, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Jetzt geht's los. Oh mein Gott! Bitte, Watson, reißen Sie sich zusammen. Können Sie feststellen, wann das Verbrechen verübt wurde? Die Gliedmaßen sind kalt. Und die Leichenstarre setzt bereits ein. Ich würde sagen, der Mord wurde vor mehr als 2 Stunden begangen. Vor 4.30 Uhr. Tudum. Sehen wir uns den Bauch genauer an. Oder das, was davon übrig ist. Das ist entsetzlich, Holmes. Was hat er dieser armen Frau nur angetan? Deswegen sind Sie hier, Watson. Sagen Sie mir, was dieser Mann getan hat. Der Bauch wurde vollständig geöffnet und... Oh, mein Gott! Einige Organe wurden entnommen. Sie sagen also, dass die Organe entnommen wurden, Watson? Sie wurden nicht einfach herausgeschnitten? So ist es, Holmes. Ganz im Gegenteil, das ist eindeutig das Werk eines Fachmanns. Ich hätte es nicht besser machen können. Und die Gebärmutter fehlt. Was haben wir? Was haben wir denn hier? Auf der linken Hand ist etwas zu erkennen. Das Opfer muss einen breiten Ring getragen haben oder mehrere schmale Ringe. Sie wurden gewaltsam entfernt. Dieses Detail wird uns von Nutzen sein, Watson. Dessen können Sie sich sicher sein. So, und jetzt den Kopf. Sehen wir uns diese arme Frau genauer an. Die Zunge ist geschwollen. Sehen Sie sich Ihren Hals an. Was können Sie mir dazu sagen? 2 Einschnitte sind zu erkennen. In einem Enden. Jung. Ein Bluterguss. Im Gesicht des Opfers sind Blutergüsse zu erkennen. Denken Sie nicht auch? Unterhalb des Oberkiefers und auf der Wange. Auf der rechten Seite weniger. Die Zunge ist geschwollen. Das hatten wir schon. Ich glaube, dann haben wir alles. Das hatte ich auch schon. Ich glaube, hier habe ich alles, ne? Was? Ah, ja, komm. Sehen wir uns. Deswegen. Ja, das kenne ich schon. Sie sagt. Ah. Dieser Zaun trennt den Hof vom benachbarten Grundstück, Hanbury Street 27. Ah, mit dem Rausrad kann man da durchgehen. Aha. Das haben wir auch. Ha. Ich wüsste nicht, was ich fragen soll. Kurz grübeln. Auf dem Boden sind keine Spuren zu erkennen. Nichts deutet auf einen Kampf hin. Mein lieber Watson, wir haben alle Hinweise und müssen sie nur noch zur wahrscheinlichsten Theorie kombinieren, um daraus die Fakten herzuleiten.